Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe mit EEP auf der Anlage Stadt, Land, Fluss. Ja, nachdem wir beim letzten Mal oder den letzten Male uns im südlichen Bereich die Gleise entsprechend gelegt haben, das heißt also die Strecke eingerichtet haben und im östlichen Bereich unseren Bahnhof entsprechend mit Bahnsteigen und dem Bahnhofsgebäude eingerichtet haben, wollen wir also heute mal ein bisschen Bewegung auf unsere Anlage bringen, indem wir hier in diesem Stichgleis einen Zug einsetzen wollen. Die einfachste Lösung wäre natürlich jetzt einfach, da so einen Zug drauf zu setzen, den rausfahren zu lassen, da er ja im unteren Bereich, also sprich den südlichen Bereich, ja hier reinfährt, dann eben halt hier einfach umkehrt macht und wieder zurückfährt. So würde er also jetzt ständig hier hin und her fahren. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen etwas ein bisschen komfortabler das Ganze einrichten. Das heißt also, wie kann man das angehen, beziehungsweise wie macht man das? Und das wollen wir also heute mal machen. Wo ich also auf jeden Fall von abraten kann, das sind die sogenannten weichengesteuerten Schaltkreise. Leute, sage ich jetzt mal, die unter EEP 10 Plugin 1 arbeiten oder noch haben, die sind dazu leider noch zu verpflichtet, solche Sachen einzurichten. Andere, die schon mal so eine Anlage gedownloadet haben, so eine Frühanlage, werden feststellen, es gibt also die sogenannten Schaltkreise. Und jetzt müsste solche Kreise kann man dann erkennen. Das heißt also, die Weichen werden hier einzeln gesteuert. Hier vorne kommt dann ein Kontaktpunkt hin, der also diese Weiche steuert und dann fährt also ein Schaltauto hier jedes Mal herum und schaltet entsprechend die sogenannte Fahrstraße. Und das ist auch schon das Stichwort. Ab EEP 10 Plugin 1 gibt es also die Möglichkeit, Fahrstraßen einzurichten. Das ist eine sehr gute Einrichtung, die EEP damals da herausgebracht hat, die ich also nur jedem empfehlen kann und die auch einfach einzurichten ist. Wie gesagt, wir wollen also unseren Zug, der hier in diesem Gleis, also in diesem Stichgleis, wollen wir einfahren lassen. Wie gehen wir jetzt da vor? Punkt 1, wenn ihr in die Symbolleiste schaut, im unteren Bereich gibt es einen Button, das nennt sich Steuerstrecken. Beim Öffnen oder einmal anklicken, öffnet sich ein weiteres Fenster. Da sind vier weitere Button. In dem obersten rechten befindet sich das sogenannte Fahrstraßenstartsignal und in dem unteren das Fahrstraßenzielsignal. Wir suchen uns nun einen Punkt raus, wohin auch immer ihr das möchtet, und setzen hier unser sogenanntes Startsignal, also sogenannte Fahrstraßenstartsignal. Unser Zug, der ja jetzt hier entsprechend in diesem Gleis einfahren soll, da setzen wir also unser sogenanntes Fahrstraßenzielsignal hin. Was wir jetzt noch machen müssten, wäre einfach hinzugehen und sagen, einmal das Startsignal anklicken, das gleiche das Endsignal. Und nun habt ihr nun kommen zwei mögliche Fenster, die auf einen Hinweis hinweisen. Und zwar einmal Punkt 1, es konnte keine Fahrstraße zwischen Start- und Zielpunkt gefunden werden. Also eine sogenannte Fehlermeldung. Das heißt also, in eurer Fahrstraße ist noch irgendwo ein Fehler. Der erste Fehler, den ich extra eigentlich gemacht habe, ist der, dass also die Fahrstraßensignale immer in Fahrtrichtung rechts stehen müssen. Das heißt also, unser Zielsignal steht also schon hier auf der falschen Seite, weil der Zug, der hier einfährt, das Signal links steht und nicht rechts. Wenn ihr das Signal anklickt,
Und in dem unteren, also in dem Fußbereich reingeht, Entschuldigung, seht ihr also unten einen Kreis. Wenn ihr jetzt da einmal draufklickt, ändert sich also die Richtung des Zielsignales und es steht also jetzt in Fahrtrichtung rechts. Klicken wir wieder unsere zwei Signale an und wieder bekommen wir eine Fehlermeldung, dass die Fahrstraße nicht geschaltet werden konnte. Warum? Sicherlich wird jetzt hier irgendwo zwischen diesem Start- und diesem Zielsignal eine Weiche verkehrt stehen. Weichen müssen also generell richtig stehen. Ein Aufschneiden der Weichen gibt es also bei Fahrstraßen nicht. Das heißt also, wir müssen jetzt mal unsere Fahrstraße oder beziehungsweise unsere Fahrtrichtung kontrollieren. Bei großen Anlagen habe ich mir das so mal angewöhnt, dass man also auf einen Kontaktpunkt klickt und da nehme ich meistens einen Gruppenkontakt, der fällt sehr gut auf und fahre jetzt meine Strecke, wie ich also fahren sollte, hin und her mal ab. Das wäre also zum Beispiel eine Möglichkeit. Dazu muss man natürlich hier mal hin und her fahren, weil wenn ich also über eine Weiche fahre, die anders ist, andere Richtung steht, ob da auch meine Richtung. Und hier kann ich schon erkennen, hier steht also eine Weiche verkehrt. Ich fahre nämlich jetzt hier in dieses sogenannte Endgleis rein. Schauen wir das Ganze mal in 3D an. Wir kommen also jetzt hier auf diesem Gleis kommen wir also an. Hier die Weiche muss gerade stehen, also auf Fahrt stehen. Die Weiche muss auch auf Fahrt stehen. Die Weiche muss auch auf Fahrt stehen. Und hier steht eine Weiche also schon verkehrt. Das heißt also, die müsste also auch auf Fahrt stehen. Eine Umstellung dieser Weichen ist also nur möglich mit der Drücken der Taste Umschalttaste, also der linken Umschalttaste und der linken Maustaste. Aber auch nur dann, wenn wir uns im Fahrmodus befinden. Sobald wir uns im Arbeitsmodus befinden, kann die Weiche also nicht umgeschaltet werden, sondern nur im Bereich Fahrmodus. Das Ganze hat natürlich auch einen Nachteil. Wenn ihr eine große Anlage habt und wollt eine neue Fahrstraße einrichten und ihr habt einen laufenden Betrieb, dann heißt das also, wenn ein Zug zum Beispiel hier wieder rausfährt und hat sich die Fahrstraße geholt, Punkt 1, könnt ihr euch die Weiche hier, die also auch falsch steht, könnt ihr nicht umschalten, weil die gesperrt wird durch die Fahrstraße. Oder aber ihr stellt die Weiche um, sucht euch die nächste Weiche die muss auch umgestellt werden und dann fährt der Zug hier rein und die Weiche steht auch richtig. Wenn der Zug jetzt im Fahrbetrieb ein weiterer Zug sich jetzt die Fahrstraße geholt hätte, wäre diese Weiche schon wieder umgestellt. Und wenn ihr dann, sage ich jetzt mal, auf eure Start- und Ziel-Fahrstraßensignal klickt, würdet ihr wieder eine Fehlermeldung bekommen, dass die Fahrstraße nicht geschaltet werden kann, weil eine Weiche zum Beispiel verkehrt steht. In diesem Fall, da jetzt kein Zug fährt, müsste eigentlich unsere Fahrstraße entsprechend geschaltet werden können. Jetzt bekommt ihr eine Meldung, Fahrstraße wurde erzeugt, alle Signale und so weiter und Weichen wurden hinzugefügt. Okay. Und damit habt ihr also eure erste Fahrstraße eingerichtet. Alles, was jetzt hier rot gekennzeichnet ist, wurde in dieser Fahrstraße eingebunden. Das gleiche könnt ihr aber auch sehen, wenn ihr mal auf euer Fahrstraßenstartsignal geht, einmal die rechte Maustaste geklickt, dann bekommt ihr hier eine Liste, was zu der Fahrstraße 1 alles gehört und
vor allen Dingen, wie die Weichen entsprechend gestellt sind. Also Weiche 14 zum Beispiel auf Abzweig, Weiche 24 steht zum Beispiel auf Fahrt. Okay. Damit könnte also unser Zug die Fahrstraße durch einen Kontaktpunkt, den wir noch setzen müssen, sich holen und entsprechend einfahren. Da es sich ja hier um ein Endgleis handelt, müssen wir also jetzt hier Folgendes machen. Wir setzen uns also jetzt hier ein Signal. Und zwar nehme ich da immer ein unsichtbares Signal. Auch hier habt ihr gesehen, ich nehme es nochmal weg. Das Signal steht also in der falschen Richtung. Durch Aktivieren des Signals und das Ziehen des Vorsignals springt das Signal also auf die richtige Fahrtrichtung um. Das Signal ist also unser Zielsignal, unser Fahrstraßenzielsignal. Da steht auch also ein Z drin. Und wenn wir jetzt hier auf unseren Arbeitsmodus gehen, dann sehen wir also auch unser unsichtbares Signal. Das schieben wir uns also jetzt so weit hier ran. Und zwar kurz vor dem Prellbock. Dass der Zug also hier anhält. Man kann auch das ganze Signal, könnte man auch durch, wenn man im Objektfenster das Ganze anklickt, kann man also hier jetzt nochmal den Halteabstand ändern. Die Startverzögerung kann man ändern und den Signalabstand zum Signal könnte man auch ändern. In dem Fall könnten wir also genauso gut hier eine 0 reingeben, dass das Signal also entsprechend hier mitten auf dem Gleis steht. Und schieben das Ganze jetzt hier noch ein bisschen heran. Da wir ja mit nicht einer hohen Geschwindigkeit später hier mal reinfahren, kann man also das Vorsignal, kann man also so ungefähr auf die Mitte des Bahnsteiges setzen. Weil das Vorsignal ist auch gleichzeitig das Signal, wo der Zug anfängt abzubremsen, um dann, sage ich jetzt mal, entsprechend beim Signal zu halten. Dass es sich hier um ein Signal handelt, eigentlich ohne Funktion, hier soll also nur die Züge halten und mehr nicht, können wir das ganze Signal auch direkt auf Halt stellen, ohne Kontaktpunkt, weil jetzt bleibt das Signal immer auf Rot. Und hat ja auch somit also keine weiteren Bedeutung, außer dass der Zug hier nicht weiterfahren soll. Ja, damit hätten wir eigentlich die erste Fahrstraße und unser Zielsignal bzw. unser sogenanntes Endsignal gestellt. Aber wir wollen ja auch gleichzeitig, dass der Zug wieder entsprechend dann nach einem gewissen Zeitraum wieder herausfährt. Also müssen wir uns eine weitere Fahrstraße einrichten. Auch wieder hier gesetzt das sogenannte Fahrstraßenstartsignal rechts neben der Fahrstrecke. Und das Ganze soll also dann bis hierhin gehen. Und da die Weichen, sage ich jetzt mal, durch die Fahrstraße 1 hier eigentlich schon oder durch unsere erste eingerichtete Fahrstraße schon falsch stehen, dürfte also jetzt hier oder andersrum gesagt, müsste eigentlich jetzt hier eine Fehlermeldung kommen, dass wir unsere Fahrstraße nicht schalten können. Da habt ihr wieder die Fehlermeldung, keine Panik. Also gehen wir das Ganze also mal entsprechend hier durch, wie unser Zug also mal fahren soll. Hier fährt er also gerade, auch hier mit Fahrt, hier auf Abzweig und hier muss unsere Weiche wieder gestellt werden. Fahrt auf gerade.
gerade auf Fahrt und auch hier entsprechend auf Fahrt. Und somit habt ihr eigentlich schon die Möglichkeit, eine weitere Fahrstraße einzurichten. Da ist sie, Fahrstraße wurde erzeugt, also okay, damit haben wir eine weitere Fahrstraße. So, und da unsere Züge ja eigentlich ohne Signale, genau wie die Autos ohne Ampeln, nicht fahren, müssen wir also jetzt hier in unserem Bereich noch sogenannte Signale einrichten. Dazu verwenden wir also mal Lichtsignale. Hier handelt es sich um ein Ausfahrsignal, was also über die Weichenstraße bei 190er Weichen dürfen also die Züge nur 40 fahren. Das heißt also, wir setzen uns hier ein Ausfahrsignal hin. Bei den Signalen, das habe ich mir so angewöhnt, mache ich einen halben Abstand, so von ungefähr 10 rein und eine Startverzögerung von 3 Sekunden. Und nun ziehen wir uns das Signal noch ein bisschen hier ran, sodass die Haltelinie am Ende des Bahnsteigs ist. Das Vorsignal oder der Vorsignalhaltepunkt können wir also ziemlich nah heransetzen. So ungefähr, weil wir ja hier rausfahren und mit einer Anfangsgeschwindigkeit nicht allzu schnell auf das Signal zufahren. Aber unser Signal würde also jetzt nicht schalten, weil wir ja noch keinen Kontaktpunkt haben. Da das aber auch zu der Fahrstraße soll, aktivieren wir also jetzt nochmal unsere Fahrstraße und durch Drücken der linken Steuerungstaste und einmal mit dem linken Maustaster auf das Signal fügen wir das Signal dieser Fahrstraße hinzu. Rechte Maustaste sehen wir also, dass das Signal Nummer 53 jetzt dieser Fahrstraße zugeordnet ist. Nun müssen wir also noch die Signalstellung eingeben, das heißt also, der soll dann mit Fahrt mit 40 soll er uns dann anzeigen. Ja, damit hätten wir eigentlich, sage ich jetzt mal, unsere Fahrstraßen eingerichtet. Unser Zug könnte also jetzt entsprechend reinfahren über eine Fahrstraße und rausfahren über eine andere Fahrstraße. Aber das Ganze wollen wir also jetzt noch schalten, unabhängig davon, ob wir das Ganze mal über Schaltkreise machen oder über Lua. Beides werde ich euch nochmal aufzeigen, wie das geht. Machen wir also, da wir jetzt noch nicht so viel Betrieb haben, einfach einen Kontaktpunkt. Klicken das Fahrstraßenstartsignal einfach an und da es sich hier um ein Signal handelt, brauche ich also auch einen Kontaktpunkt für ein Signal. Wir setzen uns das Ganze mal hier hin und sagen, Fahrstraße 1 soll also in dem Fall geschaltet werden. Das setzen wir uns noch ein bisschen nach vorne. Warum? Weil wir uns hier noch ein sogenanntes Einfahrsignal einrichten. Dazu gehen wir nochmal in die Signale, suchen uns also ein Einfahrsignal raus. Auch hier nehmen wir uns das sogenannte Einfahrsignal, setzen das kurz mit einem kleinen Abstand zu dem Fahrstraßenstartsignal, so heißt es ja jetzt genau, und richten uns das Signal ebenfalls ein. Ebenfalls mit einem Abstand von 10, eine Startverzögerung von 2. Hier schwanke ich zwischen 1 und 2.
wenn man mal bei YouTube Videofilme sieht von Führerstandsmitfahrten und das Signal schaltet auf grün, dann kann man also feststellen, dass der Lokführer eben halt doch eine Zeit braucht, um seine Lok, sage ich jetzt mal, wieder in Bewegung zu bringen. Also gehe ich auch hierhin, mache eine kleine Startverzögerung rein. Wie gesagt, ein Zeitfaktor von 1 bis 5. Okay. Auch hier das gleiche wieder. Wir aktivieren unsere Fahrstraße, Steuerungstaste, linke Maustaste und bringen das Signal mit in unsere Fahrstraße rein. In unserem Formularblatt müssen wir also jetzt mitteilen, maximale Geschwindigkeit 40, okay. Und damit halten wir auch das eingerichtet. Das Vorsignal bringen wir also in einem bestimmten Abstand, so ungefähr. Da müsst ihr einfach mal sehen, wie groß ist eigentlich eure Anlage, wie groß ist jetzt die Strecke. Und dann kann man also entsprechend das Vorsignal einrichten. Der Kontaktpunkt wird vor dem Vorsignal gesetzt, auch in einem bestimmten Abstand. Und damit haben wir also die Einfahrt in unserem Bahnhof schon eingerichtet. Natürlich muss unser Zug natürlich auch wieder rausfahren. Dazu setzen wir einen weiteren Kontaktpunkt, nämlich den sogenannten Fahrzeugkontaktpunkt. Den setzen wir uns also ziemlich im Den setzen wir uns je nachdem ziemlich am Ende. Ich würde sagen, so zwei Drittel vom Bahnsteig, da könnte der Kontaktpunkt gesetzt werden. Dann muss natürlich die Fahrtrichtung eingerichtet werden. Das, was ich gerade gemacht habe, kein Problem. Wenn ihr mal falsch sein solltet, so wie jetzt, dann geht ihr einfach hin und ändert das Ganze nochmal um, sodass er also über die dicke auf den Punkt fahrende Richtung fährt. Was soll unser Fahrzeugkontaktpunkt jetzt machen? Als erstes soll er mal die Fahrtrichtung umschalten. Dann soll er festlegen, dass ich also auch mit einer Geschwindigkeit von 40 aus dem Bahnhof wieder herausfahre. Und das Ganze soll er machen in circa 60 Sekunden. Wenn ich das soweit eingerichtet habe, sage ich okay. Das heißt also, der Zug fährt jetzt über den Kontaktpunkt und nach 60 Sekunden fährt er automatisch wieder zurück. Nun müssen wir aber noch ein weiteres Kontaktpunkt setzen, und zwar müssen wir ja diese Fahrstraße auch schalten. Das heißt also, wir gehen wieder auf Signale, klicken unser Fahrstraßensignal an und setzen auch hier einen Kontaktpunkt. Und zwar für das Signal. Auch hier sollte man eigentlich wissen, ne, bei dem Fahrzeug. So, da war das bei dem Fahrzeug auf links, muss man natürlich das Signal auch auf links stellen. Das ziehen wir uns also jetzt hier so ziemlich nah ran und sagen, hier soll die Fahrstraße 1 geschaltet werden und das Ganze nach 55 Sekunden. Weil nach 60 Sekunden soll unser Zug ja entsprechend zurückfahren. Also muss ich auch vorher die Fahrstraße geschaltet haben. Okay. Ja, und damit müssten wir also entsprechend alles eingerichtet haben. Schauen wir mal, ob das Ganze jetzt auch funktioniert. Gehen wir mal in diesen Bereich hier rein. Suchen uns einen Zug raus. Da habe ich schon mal einige, sage ich jetzt mal, selbst erstellt und eingerichtet. Nehmen wir uns mal einen Nahverkehrszug. Mal gucken, ob ich die. Na, der Wendezug, nehmen wir den mal. Genau. Setzen Sie aufs Gleis. Und geben ihm jetzt eine Geschwindigkeit mal von 50 ein.
Er fährt also jetzt über den ersten Kontaktpunkt, hat also das Signal bzw. die Fahrstraße schon geschaltet. Und fährt nun die Strecke entsprechend unserer Fahrstraße entlang ab. Das heißt also, er fährt jetzt die ersten zwei Weichenfälle gerade weiter und müsste also jetzt hier den kleinen Bogen fahren, um auf unserem Stichgleis zu kommen, um dann in den Bahnhof einfahren zu können. Ja, damit haben wir also unseren ersten Zug eingerichtet, der jetzt hier in den Bahnhof einfährt. Er wird jetzt anhalten. Sobald er über den Fahrzeugkontaktpunkt fährt, zählt er die Zeit also ab. Das heißt also, nach 60 Sekunden wird er das Ganze eben entsprechend im umgekehrten Verhältnis wieder zurückfahren. Jetzt müssen wir eben halt die 60 Sekunden warten. Man hätte die Zeit auch entsprechend kürzer setzen können jetzt für diese Zeit. Die Zeit könnt ihr also jederzeit, könnt ihr die auch immer wieder entsprechend umändern. Das ergibt sich hinterher also im laufenden Zugbetrieb, was ideal ist. Normalerweise, wenn so ein Zug hier reinfährt, der Lokführer muss also wechseln. So, jetzt seht ihr schon. Und er hat auch gleichzeitig die Fahrstraße sich geholt. Und er fährt also jetzt über das entsprechende Fahrstraße fährt er jetzt also wieder auf die Strecke. Wie gesagt, beim laufenden Betrieb kann man also hinterher die Zeiten für solche Wendezüge neu einrichten, wie lange die am Bahnsteig stehen sollen. Ja, und ihr seht, er hat sich also die entsprechende Fahrstraße geholt und fährt nun über die andere Strecke entsprechend wieder zurück. Einen weiteren Kontaktpunkt könnte man jetzt setzen noch im Ausfahrbereich. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Das ist also der Zug, der fährt jetzt also mit einer voreingestellten Geschwindigkeit, nämlich von diesen 40, die wir im Bahnhof ja eingegeben haben, fährt er jetzt also über die ganze Strecke. Das Ganze kann man also ändern, indem wir einen Fahrzeugkontaktpunkt setzen. Setzen den uns hier in der Ausfahrt, also direkt, man kann auch noch ein bisschen weiter gehen. Zugschluss. Und legen jetzt fest, er soll zum Beispiel 120 fahren. Wenn der Schienenbus also in seiner Konstruktion eben halt auf langsamer Geschwindigkeit eingestellt ist, fährt er also auch nur seine Höchstgeschwindigkeit. Ansonsten, wenn die Züge hier drüber fahren, die auch schneller fahren, dann bringen die also eine Geschwindigkeit von 120. Gut, das war es erstmal wieder heute.
Ich hoffe, ich konnte wieder einiges zeigen. Nun haben wir also auch Bewegung auf unserer Anlage. Würde mich freuen, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Und sage Tschüss, euer Heinrich. Thank you.